Seit dem 12. März befinden sich meine Frau Margot und ich in selbstgewählter Quarantäne. Ich möchte Ihnen einige Erfahrungen aus dieser Zeit erzählen und warum es uns dabei so gut geht. Seit 35 Tagen haben wir keinen Kontakt mehr zur Außenwelt. Heute beginnt die 6. Woche. Und natürlich habe ich auch Angst. Angst um meine 94-jährige Tante, die in ihrem Pflegeheim im Hessischen seit Wochen keinen Besuch mehr von ihrer Tochter empfangen kann. Um die Freundin aus dem Nachbarort, die nur noch eine halbe Lunge hat und nach 2 Krebsoperationen und im Alter von 76 Jahren zur Gruppe der Hochrisikogefährdeten gehört. Und es wäre gelogen, wenn ich auch nicht darüber nachgedacht hätte, was es für mich persönlich heißt, dass ich entsprechend der Statistiken der Johns Hopkins University seit meinem 70. Geburtstag vor wenigen Tagen aus der Altersgruppe mit einer Sterbewahrscheinlichkeit von 3,8% in jene mit 8% aufgestiegen bin. Eben deshalb haben meine Frau und ich uns eine selbst auferlegte Quarantäne verordnet. Aber ich gestehe Ihnen, es geht mir gut. Es geht mir sehr gut. Indem ich zu Hause bleibe, schütze ich mich selbst und ich schütze andere vor der Gefahr, dass ich sie infiziere, falls ich den Virus schon in mir tragen sollte und das noch gar nicht bemerkt hätte. So ist die Quarantäne für mich virologisch gesprochen das, was im 3. Buch Moses so lautet: Du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Und obwohl die Corona-Pandemie fraglos eine der größten Menschheitsherausforderungen ist, seit ich lebe, bin ich überwältigt von der nicht vorhersehbaren Welle der Solidarität, des Gemeinschaftssinns, der Empathie, der Hilfsbereitschaft, dessen, was auf Griechisch Agape und auf Deutsch christliche Nächstenliebe heißt. Das betrifft zunächst mal unseren eigenen Alltag. Als ich neue Tabletten brauchte, holte mein Nachbar Michael meine Gesundheitskarte ab, brachte sie in die Arztpraxis. Diese schickte das Rezept per Fax an die Apotheke und diese brachte die Tabletten dann bei uns persönlich vorbei. Wie schnell und wie einfach das alles ging. Als Mitte März die Balkon-, Fenster- und Gartenkonzerte begannen, stellten auch wir uns in den Garten und sangen die Ode an die Freude. Und schwuppdiwupp, hast du es nicht gesehen, stand eine Altistin und ein Tenor aus der Kantorei Wandlitz vor unserem Gartentor und sang gemeinsam mit uns mit. Natürlich konnte auch die zu meinem 70. Geburtstag geplante Feier nicht stattfinden. Aber immerhin besuchten mich Söhne, Schwiegertöchter und Enkel aus Hamburg, Berlin und Sylt per WhatsApp-Videoschaltung und sangen mir gemeinsam ein Ständchen. Und auch an diesem Tag überraschte mich mein Kollege aus dem Tenor der Kantorei zusammen mit Tochter und Frau mit einem Querflöten-Gratulationskonzert im Corona-angemessenen Abstand im Garteneingang. Und weil ich mir in der Quarantäne vorgenommen hatte, jede Woche 2 oder 3 Menschen anzurufen, die ich schon seit langem nicht mehr gesprochen habe, führte mich der Telefonkontakt auch zu dem verschwägerten Cousin, von dem ich seit Jahren dachte, er meide den Kontakt zu mir. Als ich ihm das am Telefon sagte, erwiderte er überrascht: Und ich dachte, du meidest den Kontakt mit mir. Quarantäne als Versöhnungsmedium. Und in diese Reihe gehört auch, dass einer meiner Söhne, als die Epidemie in Spanien schon viele Todesopfer gefordert hatte, von Mallorca aus, wo seine Frau einen Studienaufenthalt eingelegt hatte, anrief, um endlich den monatelangen Streit beizulegen. Und gerade in diesen Wochen der Abgeschlossenheit versuchen wir beide besonders konsequent unseren Abendtermin einzuhalten unter dem Motto: Erzähl mir doch, was du heute so erlebt und gefühlt hast. Ich bin ganz still, höre zu und stelle keine Fragen. Die Tage werden so viel intensiver. Das Schöne kann noch mehr strahlen und das vermeintlich Anstrengende, Verletzende oder Unverständliche kann oft aufgeklärt werden und so auch heilen. Dass mir die Decke nicht auf den Kopf fällt, dass sich zwischen mir und meiner Frau noch kein Lagerkoller gebildet hat, mag auch damit zusammenhängen, dass wir uns in einer, wie mir scheint, privilegierten Lebenssituation befinden.
Die Kinder sind längst aus dem Haus, müssen nicht beschult werden und können für sich selbst sorgen. Wir sind im Ruhestand, beziehen unsere Renten und müssen deshalb nicht um Arbeitsplatz oder Existenzverlust Angst haben. Zwei Lebensmitteleinkäufe, die meine Frau jeweils mit Schutzmaske in den frühen Morgenstunden oder kurz vor Ladenschluss im fast leeren Supermarkt tätigte. Und die wenigen Früchte, die wir schon jetzt im Garten ernten können, neben denen, die neu gepflanzt sind, sichern uns täglich einen reich gedeckten Tisch. Aber ich frage mich auch, ob diese vermeintlichen Privilegien nicht allen Menschen zustehen sollten. Genügend Lebensmittel, um satt zu werden, ein Dach über dem Kopf und ein gesichertes Einkommen. Apropos gesichertes Einkommen. Als ich für den digitalen Ostergottesdienst unserer Gemeinde eine Fürbitte formulierte, dass die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens uns befreien könnte und sollte von dem fälschlichen Gegensatz, ist es wichtiger, Leben zu retten oder wirtschaftliche Existenz? Da war ich ehrlich gesagt noch unsicher, ob dieser Begriff aus der sozialpolitischen Diskussion in ein Fürbittengebet passt. Und wie überrascht und froh war ich, als ich las, dass am selben Tag Papst Franziskus in einem Osterschreiben an die katholischen sozialen Bewegungen in der ganzen Welt formulierte, Zitat, vielleicht ist es jetzt die richtige Zeit, über ein universelles Grundeinkommen nachzudenken. Und im Anschluss daran beschreibt er erneut die Forderung nach den sogenannten drei Ts, wie sie die lateinamerikanische Befreiungstheologie formuliert hat. Jeder Mensch hat das Recht auf Terra als Symbol von Agrarland und Lebensmittel, Techo als Symbol für ein Dach über dem Kopf und Trabajo als Ausdruck für Arbeit und ein gesichertes Grundeinkommen. In diesem Geiste von Papst Franziskus finde ich, das, was ich derzeit in der sechsten Woche der Quarantäne in unserem wunderschönen Garten in Basdorf-Waldheim als Privileg empfinde, sind doch eigentlich Grundbedürfnisse, die jedem Menschen zustehen und ihm in Zukunft zugestanden werden müssen. So erlebe ich in diesen fünf Wochen Quarantäne auch das, was eine Kinderzeichnung darstellt, die über die Telegram-Gruppe unserer Kantorei verbreitet wurde. Ein Kindergartenkind hat dort ein fröhliches Mädchen mit einer Eistüte gemalt und darunter den Satz, man muss mit allem rechnen, auch mit dem Guten. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund, bleiben Sie zuversichtlich, bleiben Sie zu Hause, halten Sie Abstand, damit wir uns später wieder nahe kommen können.